Hey Leute, hier habe ich euch jetzt die Ak Bronco Prime bzw. Bronco Prime mitgebracht. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch vorher mal mein Video über die Bronco bzw. Ak Bronco an und dann staunt, was aus der Waffe werden kann, wenn man nur 10% mehr Statuschance hat. Als direkter Vergleich mal gerade von Ak Bronco Prime und Bronco Prime, dann sehen wir eigentlich nur, dass die Ak-Version eine bessere Feuerrate hat, eine schlechtere Nachladezeit, aber ein doppelt so großes Magazin. Und wenn wir es jetzt mal mit den Nicht-Primes vergleichen, sehen wir direkt schon mal, die Waffen werden anders gemoddet, weil 20 versus 30% Statuschance. Diese 10% mehr Statuschance bewirken, dass wir auf die 100% kommen. Und Leute, das ist richtig stark. Und das möchte ich euch jetzt direkt erstmal zeigen. Ich fange an mit Korpus, weil in meinen Augen die Broncos sind Anti-Korpus-Waffen. Da kann man einiges sagen, aber es ist einfach für mich, das ist Inbegriff Anti-Korpus. Ich weiß nicht warum. Also früher hat man es nur gegen die gespielt, da war es sogar mal kurze Zeit eine der besten Waffen. Und ich zeig's euch jetzt einfach mal. Achso, das hier ist nur Level 100. Ich habe gerade eben erst das andere Video gemacht, deshalb. Aber selbst hier seht ihr schon, die Waffe verhält sich deutlich besser als die andere. Wenn ich jetzt auf Gegner Level 150 erhöhe. Ich denke, das Ergebnis spricht mehr als für sich, also ganz im Ernst. Ja, welchen Bild habe ich da gerade drin? Das ist jetzt mein typischer Anti... Es ist kein typischer Anti-Korpus-Bild. Ich habe drin wieder die drei Standard-Mods, Pathogenprojektile, Schmoren, Pistolenpestilenz, Erfrierung, Ruck. Warum diese Kombination? Der Gas-Status-Effekt skaliert auf unseren Basis-Waffenschaden und den Giftschaden. Bedeutet, ich habe hier den großen Giftmod drin, dann den kleinen Giftmod, Schmoren, Erfrierung, Ruck für die 100% Statuschance, damit ich halt eben wirklich jetzt mit jedem Schuss, jedes Pellet einen Statuseffekt auslöse. Und ihr habt gesehen, was das bewirkt. Der Magnetschaden ist jetzt eher ein gewolltes Übel, aber gerade gegen Korpus, ich sag's mal, es ist nicht verkehrt, wenn man mit Magnetprocs arbeitet. Ja, es ist nicht verkehrt, wenn man mit Magnetprocs arbeitet. Ich würde es niemals primär machen, aber so als Side-Effekt ist dieser Magnetproc jetzt nicht verkehrt, weil ihr habt es ja gerade eben gesehen, bei diesem Moor, ich glaube es war der Moor, der fast nur Schilde hat, da habe ich dann halt eben auch mit einem Schuss die Schilde fast komplett weggehauen. Ja, hier. Ah, doch nicht. Der zweite Schuss hat die Schilde dann fast direkt entfernt. Das heißt, der dritte Schuss wäre dann mit dem kompletten Schaden direkt durchgeschlagen aufs Leben. Wie gesagt, Magnet ist nichts, was wir brauchen, aber hier ist es halt eben ein Übel, mit dem wir klarkommen, das uns sogar hilft. Wir könnten das jetzt nur abändern gegen andere Fraktionen, zum Beispiel, wir könnten ein Korrosionsbild draus machen gegen, sagen wir mal, Grineer oder gegen Gefallene. Da tauschen wir dann einfach nur diesen Mod so aus. Dann haben wir jetzt Korrosion und Explosion drin. Ich kann euch das gerade auch mal noch mal ganz kurz zeigen. Ist halt eben nicht so geil jetzt wie dieser Anti-Korpus-Bild, aber trotzdem immer noch ganz brauchbar. Bedenken, der Gegner wäre jetzt eigentlich die ganze Zeit umgeschmissen wegen dem Explosionseffekt, aber durch Harrow, also hier seht ihr es gerade, aber durch Harrow funktioniert das halt nicht. Mir persönlich gefällt dieser Explosionseffekt natürlich jetzt gar nicht, weil er hat halt eben den Nachteil, wir haben jetzt gerade die Rüstung komplett entfernt, hat nämlich halt eben den Nachteil, der Gegner ist umgekickt und dadurch können wir den Kopf nicht mehr so gut treffen. Also hat auch seinen Nachteil. Das bedeutet, falls wir das nicht haben wollen, können wir zum Beispiel dann
Erfrierung rausnehmen. Dann haben wir jetzt aber nur noch 99,4% Statuschance und dann zum Beispiel einen Riven reinmachen oder wir könnten auch den Auge Pakt Mod reinmachen. Mit Auge Pakt müssen wir jetzt aber im Hinterkopf behalten, wir haben nicht mehr diese 100% Statuschance. Was bedeutet, diese Waffe büßt extremst viel von ihrem Nutzen ein. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Ja, nicht extremst viel, aber doch einiges. Beziehungsweise, nein, ich hab's falsch gesagt. Die Waffe büßt schon extremst viel ein, weil durch diese 100% haben wir halt eben die gegnerische Rüstung so schnell weggebrockt. Und ihr seht jetzt, was hier passiert. Wenn es nur um den puren Damage geht, ist es noch okay. Also bei diesen kleinen Trash-Gegnern. Aber zum Beispiel so ein Heavy Gunner, da geht nichts mehr. Also es geht schon noch was, aber im Vergleich zu vorher. Gut, also alles in allem, ich persönlich würde diese Bronco Primes oder Arc Bronco, also die Arc Bronco Prime oder Bronco Prime hauptsächlich gegen Korpus spielen. Das ist einfach die Spielweise, die ich am besten finde. Aber wenn ihr es halt eben noch gegen andere Fraktionen modden möchtet, zum Beispiel gegen Befallene, dann wäre dieser Bild jetzt optimal. Oder gegen Grinea müsst ihr es halt eben selbst entscheiden, was euch da wichtiger ist. Ob ihr damit klarkommt, wenn die Gegner umgekickt werden oder nicht. Ob ihr das sogar haben wollt. Also wie gesagt, das müsst ihr einfach für euch selbst entscheiden und dann so modden. Also ich sag's immer wieder, Elementar-Mods so festlegen, wie ihr das gerade braucht. Ich kann euch nur zeigen, was man aus dieser Waffe rausholen könnt unter bestimmten Umständen. Und ich denke, das habe ich jetzt gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis bald.